Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Kurz gesappt. Heute soll es gehen um den Basisschlag bzw. Basiszug beim Stand-Up-Paddling. Das ist auch gleichzeitig der Grundschlag, der beim Stand-Up-Paddling am meisten zum Einsatz kommt. Natürlich gibt es bei diesem Schlag einiges zu beachten und genau das haben wir euch in diesem Video einmal zusammengestellt. Die Frage, die sich natürlich beim Basisschlag stellt, wie weit müssen überhaupt meine Hände auseinander sein? Logischerweise beim Standard-Basisschlag kommt eine Hand an den Paddelgriff, eine an den Paddelschaft. Doch wo habe ich jetzt die größte Kraftübertragung? Logischerweise, je weiter unten ich anfasse, desto mehr muss ich auch aus dem Rumpf arbeiten, desto mehr Kraftübertragung habe ich auch, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist die Wirkung auch verpufft und irgendwann hat das keinen Effekt mehr, sondern geht dann wieder ins Negative. Es gibt da eine Faustregel, wir haben euch die auch schon mal in den Arm- und Paddelhaltungsvideo zusammengestellt. Schaut es euch gerne an. Ich sage die jetzt noch einmal ganz kurz. Im Grunde könnt ihr die richtige Griffbreite einfach herausfinden. Ihr greift einfach euer Paddel am Griff und am Schaft, führt es über den Kopf und dann sollten eure Ellenbogen ungefähr 90 Grad haben. Also hier in der Ellenbogen solltet ihr dann einen 90 Grad Winkel haben und dann habt ihr die richtige Griffbreite für den Basisschlag und den richtigen Abstand eurer Hände. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, hat das Paddelblatt zwei Seiten, also hat einen leichten Knick. Und wenn ihr euch jetzt die Frage gestellt habt, warum muss ich überhaupt das Paddel halten? Das könnt ihr euch sehr einfach merken. Ihr greift einfach euer Paddel, wie eben erklärt, führt es so vor euch und wenn das Paddelblatt nach oben zeigt, also der Knick nach oben geht, dann haltet ihr euer Paddel richtig. Wenn der Knick nach unten geht, haltet ihr euer Paddel falsch. Also ich möchte jetzt auf dieser Seite paddeln, führe das Paddel einmal nach vorne, das Paddelblatt zeigt nach oben, dann kann ich einfach den Paddelschlag setzen und ausführen. Dann ist es wichtig, dass ihr bei dem Basispaddelschlag, ihr müsst euch einfach vorstellen, ab hier beginnt jetzt sozusagen das Wasser unterhalb des Boards, ist es wichtig, dass euer Paddel wirklich immer komplett im Wasser ist. Also das Paddelblatt muss hier bis zum Anfang des Paddelschaftes komplett unter Wasser sein. Dann ist es wichtig, wenn ihr paddelt, dass euer Blick immer nach vorne gerichtet ist. Viele Anfänger, die gucken wirklich nach unten aufs Board, aber dann seht ihr gar nicht, was vor euch passiert. Und wenn ihr nach unten guckt, habt ihr es auch deutlich schwerer, das Gleichgewicht zu halten, als wenn ihr euren Blick nach vorne richtet, euch vielleicht einen Fixpunkt sucht, wo ihr hinpaddelt. Es hat zwei Vorteile. Erstmal könnt ihr leichter das Gleichgewicht halten, fahrt noch eher geradeaus und nach vorne und ihr habt eure Umgebung besser im Blick und habt dadurch natürlich mehr Sicherheit. Was solltet ihr neben der richtigen Arm- und Paddelhaltung noch beim Basisschlag beachten? Logischerweise steht ihr auch leicht gebeugt in den Knien, ungefähr schulterbreit auseinander im Parallelstand. Wenn ihr jetzt den Basisschlag ausführt, ist es ganz wichtig, dass die Kraft aus dem Rumpf kommt. Dass ihr nicht aus den Armen paddelt. Ich selber habe das am Anfang auch gemacht, sehr viel aus den Armen gearbeitet. Aber eigentlich kommt die Hauptkraft beim Paddeln aus dem Rumpf, also aus der Rumpfmuskulatur. Das macht auch Sinn, die Arme ermüden viel schneller. Im Rumpf habt ihr viel mehr Kraft und die Muskeln halten auch viel länger durch. Und deshalb ist es ganz wichtig, beim Stand-Up-Paddling nicht aus den Armen zu arbeiten, sondern aus dem Rumpf. Ihr müsst euch einfach vorstellen, im Grunde sind eure Arme eine Verbindung zwischen eurem Rumpf und dem Paddel. Übertrieben gesagt kann man sagen, eure Arme sind eigentlich während des Paddelns komplett gestreckt und ihr arbeitet komplett aus dem Rumpf. Also die Rumpfmuskulatur macht die Arbeit und nicht die Arme. Dann ist es wichtig beim Basisschlag, dass ihr das Paddel möglichst weit vorne eintaucht, natürlich nicht zu weit. Wenn ihr es da vorne eintaucht, dann habt ihr hier auch gar keinen richtigen Griff mehr am Paddel. Dass ihr es möglichst weit vorne eintaucht, weit Richtung Nose eintaucht und ungefähr bis zu den Fersen durchzieht. Nicht weiter, weil wenn ihr es jetzt weiter durchzieht, würdet ihr Wasser nach oben schaufeln. Das kann ich jetzt hier sehr gut zeigen. Ihr seht richtig, das Paddel geht nach oben. Und ich würde jetzt Wasser nach oben drücken und würde einfach Wasser stumpf nach hinten schaufeln. Und hier hinten hat man eigentlich keine Kraftübertragung mehr. Das heißt, der größte Bereich der Kraftübertragung ist, wenn ihr es vorne eintaucht bis zu den Fersen. Dann dreht ihr das Paddel leicht ein, nehmt es wieder aus dem Wasser, führt es möglichst nah am Board wieder zurück
und taucht es erneut ein, führt es dann wieder nah am Board bis zu den Fersen. Also wichtig ist auch das Board nahe führen. Das sorgt nämlich dafür, dass ihr einfach besser geradeaus fahrt, weil wenn ihr jetzt weite Bögen macht, am besten sehr weit zieht, dann würdet ihr automatisch eine Kurve machen. Natürlich ist es so beim Basisschlag auch, dass ihr irgendwann, dass sich euer Board sozusagen dreht, wenn ihr immer auf einer Seite paddelt. Deshalb müsst ihr nach 4 bis 5 Schlägen oder manchmal auch so nach 5 bis 7 Schlägen die Paddelseite wechseln. Das erfolgt im bestmöglichen Fall in der vorderen Position. Also ihr paddelt ganz normal aus dem Rumpf. Jetzt wollt ihr einen Paddelwechsel machen und der erfolgt im bestmöglichen Fall an der Position, wo sich das Paddel vorne befindet. Das heißt, die Hände tauschen hier die Position, die Schafthand geht zum Griff, die Griffhand geht zum Schaft und dann könnt ihr auf der anderen Seite weiter paddeln. Und ihr könnt vor allem weiter paddeln, ohne dass euer Board stark Geschwindigkeit verliert. Wenn ihr es nämlich hier in dieser Position wechselt, dann müsst ihr es erst wieder nach vorne bringen. Wenn ihr schon eh vorne seid und es da wechselt, könnt ihr direkt wieder mit dem nächsten Paddelzug Anschwung geben und dann gleitet euer Board schneller und länger und besser. Das ist im Grunde das Wichtigste zum Basisschlag bzw. Grundschlag beim Stand-Up-Paddling. Eine Hand am Griff, eine am Schaft. Den Abstand ungefähr so wählen, dass ihr einen rechten Winkel in der Ellenbeuge habt. Paddel richtig herum halten mit dem Knick nach oben. Dann Paddel möglichst weit vorne einziehen, Board nah nach hinten ziehen, aber nur bis zu den Fersen. Paddel leicht eindrehen, Board nah zurückführen, oberhalb des Wassers, wieder vorne einstechen und das Ganze wiederholen. Wichtig, nicht aus den Armen paddeln, sondern aus dem Rumpf. Und dann habt ihr auch den Grundschlag im Grunde schon drauf. Das sind so die wichtigsten Dinge, auf die ihr beim nächsten Mal einfach mal achten könnt. Das soll es jetzt gewesen sein zum Basisschlag bzw. Grundschlag beim Stand-Up-Paddling. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben und abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe kurz gesappt.